Willkommen bei Rothaus Bus. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute lackieren wir das Dach von unserem Bus. Genau, wir machen das Dach in einer total geilen Farbe. Sagen euch natürlich jetzt nicht in welcher, das könnt ihr sehen im Video. Und wir werden noch eine Roststelle am Fenster machen, weil Joey, mein Sohn, der ist Karosseriebauer und der wird uns den Rost an unserer Fensterscheibe erledigen. Joey, wo bist du? Da, komm her. Ich bin hier. So, da ist Joey und Hi. Joey macht unseren Rost an der Fensterscheibe. Viel genau. Spaß beim Video, los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Schön! Zuallererst muss Cockpit raus, alles weg, damit wir an die Stelle rankommen. So, zuerst müssen wir jetzt mit dem Cuttermesser den alten Gummi rausschneiden. Das heißt, du fährst auf der Fensterscheibe mit dem Cuttermesser lang und ziehst dann den ganzen Gummi entlang, sodass wir die vordere Seite vom Gummi abnehmen können. Und dann mit ein bisschen Silikonspray sollten wir die Scheibe rauskriegen. Ja, Scheibe ist raus, ging auch eigentlich relativ einfach, aber wir haben eben leider nicht nur eine Roststelle, wie es halt nur mal beim 40 Jahre alten Auto so ist, wenn man den Scheibengummi rausmacht. Der ganze Fensterrahmen ist verrostet. Das heißt, es wird ein bisschen mehr Arbeit, wir schleifen das jetzt erstmal alles raus und wir gucken mal, wie viel wir ersetzen müssen. Ja, und dann braten wir die Scheiße da rein. Der Rost muss weg. Ruhig mit schwerem Gerät rangehen, scheißegal. Alles, was irgendwie noch gerade so hält, geht sowieso die nächsten Tage kaputt. Also insofern, der ganze Scheiß muss weg. Alles, was irgendwie dünn ist, angerostet ist, egal, weg damit. Jetzt schneiden wir mit der Flex das Loch gerade vorne aus, also damit wir gerade Linien haben und auch genug Abstand zu der rostigen Stelle. War natürlich klar, dass uns jetzt wieder Karosserieteile da unten reinfallen. Die
Stelle, an die wir nicht mehr rankommen, wird mit Alu-Zinkspray versiegelt, damit die Korrosion da nicht eindringen kann. Danach passen wir das Blechteil an und schweißen es dann Stück für Stück vorsichtig ein. Beim Schweißen lassen wir Joey jetzt lieber in Ruhe. Das Ding muss gerade sitzen, weil wir ja direkt an der Front schweißen. Also da sieht man es definitiv. Wenn da was schief läuft, ist es am Ende hässlich. Mit der Flex machen wir die Schleifnähte platt, bis die ungefähr dasselbe Niveau haben wie die Karosserie. Wir haben noch ein zweites kleines Loch, da machen wir es natürlich genauso. Erst schneiden wir es raus, dann schneiden wir das Stück Blech zu, dann schweißen wir es ein und formen langsam die Karosserie wieder nach. Einer arbeitet, der Rest steht rum. Aber wir kommen voran. Die Sachen sind eingeschweißt im Auto. Der Rahmen ist wieder hergestellt. Wir müssen sie jetzt noch feinschleifen. Danach wird es grundiert und dann lackiert. Und dann sollten wir morgen mit dem Lack drauf und danach die Scheibe wieder einbauen. So, aber wir kommen voran. Nach den ganzen Arbeiten, die wir gemacht haben, muss erstmal der Dreck weg. Wir müssen jetzt die ganzen Oberflächen, die haben wir halbwegs hergerichtet, ist auch fast alles in Form gebracht. Aber es ist natürlich viel Staub drauf, Metallstaub drauf, Fett drauf, Farbreste, alles Mögliche vom Schweißen. Und der ganze Kram muss jetzt noch runter, bin ich am Reinigen und danach gehen wir den nächsten Schritt. So, nachdem wir das alles eingeformt haben und halbwegs die Form von der Karosserie nachgebildet haben, nehmen wir jetzt Zinnersatzspachtel. Also mal eins dazu gesagt, man spachtelt am Fenster nicht, also nicht mit Feinspachtel, weil der zieht ja Wasser. Und früher hat man das verzinnt. Und der Zinnersatzspachtel hat den Vorteil, dass der eben keine Wärmeeinwirkung hat. Das heißt, beim Verzinnen kriegen wir trotzdem irgendwas um die 180 Grad das Metall rein. Und durch den Zinnersatzspachtel brauchen wir das nicht. Der ist am Anfang flüssig, ist ein Zwei-Komponenten-Zeug. Trägt man auf, formt die Form nach und kann es danach schleifen, grundieren, überlackieren, wie auch immer. Also man kann danach ganz normal wie mit Metall damit arbeiten.
Was ein krasser Tag. Erstmal ein Bierchen. Ey, wir haben echt viel gearbeitet. Jetzt ist zum Glück nicht mehr so heiß. Die Sonne ist untergegangen. Aber ja, du hast eine geile Arbeit hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, hat er echt cool gemacht. Ich bin gespannt, wenn der Lack drauf ist, wie es denn aussieht. Aber das machen wir nicht heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Für heute ist Schluss. Wir können nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao. Prost. Prost.